Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie man zu der Handstellung der ersten Griffart findet. Wir haben ja in den letzten Videos gezeigt, wie man zunächst einmal mit dieser Harfenpizzicato-Übung in der Ruhehaltung oder Gitarrenhaltung, wie Sie es nennen wollen, seine erste Vorbereitung für die Beweglichkeit macht. Ja? Als zweites haben Sie im letzten Video gesehen, wie man, Sie erinnern sich, von oben her die Geige in die Spielhaltung bringt. Gell? Und jetzt mache ich Folgendes, ich sichere die Geige hier mit meiner rechten Hand, sodass ich also auch im Kinn etwas entlastet bin und meinen linken Arm wirklich frei bewegen kann. Als erstes jetzt mache ich diese Bewegung des Harfenpizzicatos, die ich vorher in der Ruhehaltung gemacht habe, jetzt in Spielhaltung. Sehen Sie das? Ich zupfe also mit meinem vierten Finger quer über alle Seiten und Sie sehen vor allem, wie mein Ellenbogen unter der Geige schaukelt. Das ist ganz wichtig, denn Sie wissen, Sie üben damit die verschiedenen Spielhaltungen ein, je nachdem auf welcher Seite Sie später greifen werden. Das hängt mit einer Ellenbogenbewegung unter der Geige zusammen. Ja? Also das ist die erste Übung. In der zweiten Übung gehen wir davon aus, dass Sie ja schon gesehen haben, wie man die Geige zwischen Daumen und Zeigefinger hält. Und jetzt mache ich mit gestreckten Fingern eine Bewegung dem Hals entlang. Ich sage dazu, ich bewege mich hinauf und hinunter. Das mag jetzt für Sie etwas unlogisch klingen, aber die hohen Töne befinden sich etwas weiter, etwas näher an mir dran und die tiefen Töne weiter von mir weg. So, das ist wirklich eine Bewegung der Tonhöhe nach hinauf und hinunter ist. Also zunächst einmal so, mit gestreckter Hand. Sie sehen, mein ganzer Arm ist ständig in Bewegung dabei. Und jetzt mache ich eins, jetzt nehme ich drei Finger und lege sie leicht auf die A-Seite und gleite mit den Fingern auf der A-Seite entlang, ohne die Seite hinunterzudrücken. So, und aus dieser Bewegung heraus bleibe ich jetzt bei meinem zweiten geklebten Punkt mit dem dritten Finger stehen und habe die Stellung gefunden. Sehen Sie das? Also ich komme wirklich aus der Bewegung heraus, lege die Finger auf die Seite, lasse sie gleiten und in dem Moment, wo ich hier den Punkt erreiche, drücke ich jetzt leicht die Seite nieder, sodass jetzt ein gegriffener Ton so klingt. Und wenn ich den jetzt vergleiche mit der tieferen leeren Seite, habe ich genau eine Oktave dazu. Dies würde ich einige Mal machen und jetzt auf anderen Seiten wiederholen. Ich mache es jetzt mal so, ich rolle jetzt mit meinem Ellenbogen etwas weiter durch und mache diese selbe Sache auf der D-Seite. Ich habe jetzt meine Finger auf der D-Seite gleiten lassen und jetzt halte ich auch wieder auf den Punkt an und zupfe die Oktave zur G-Seite. Das kann ich auch mal auf der E-Seite machen. Ich halte wieder an. Und ich mache es auch auf der G-Seite. Hier habe ich allerdings keinen Vergleich mehr mit der unteren Seite. Da muss ich mich einfach darauf verlassen, dass das jetzt schon der richtige Ton ist. So, jetzt wären wir fast bei der ersten Griffart. Jetzt zeige ich Ihnen nur noch etwas hier ganz genau. Schauen Sie mal, wir haben ja zunächst einmal die Hand einfach in einer ganz natürlichen Stellung auf der Seite gehalten. Und wenn ich jetzt in die erste Griffart komme, muss ich nur noch eins machen. Ich muss den ersten Finger leicht nach hinten ziehen, sodass der erste Finger hier, sehen Sie das, da ist ein roter Punkt, hier auf dem Punkt zu liegen kommt. Wenn ich den nämlich so lasse, ist er nicht auf dem Punkt, sondern zu hoch. Ich muss ihn also etwas nach hinten ziehen. Und dadurch habe ich meine erste Griffart, allerdings noch im Moment ohne den vierten Finger, der später folgt, erreicht. So. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.